Oh, hier, meine Partygang ist natürlich auch wieder am Start. Geiler Scheiß. Oh, und der Feedback läuft los. Okay, geil. Wie die immer so um mich rumspawnen, ey, geil. Oh, da ist eine Kiste. Okay, let's go. Oh, ich muss 5 Feinde besiegen innerhalb von einer halben Minute. Da ist ein Spross. Da ist ein Spross. Hey, wie soll ich das nicht schaffen? Geh da schnell ran. Das schaffe ich doch never ever. Hä? Wie soll das denn gehen? Mit Skill. Ja, scheiße. Schnell sein. Hier wieder die Profi-Tipps. So. I'm going to help Taro now, but it's not safe for you here. Go with Mr. Rusu. I'll find you when Taro is free. Oh. War sie schon weg? Lol, was? Wie habe ich das gemacht? Da, wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da. Weg, 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 weg! Oh, puh. Und Herr der Props Hostel. Dankeschön, Dankeschön für dein Host. Moin. Leute, Hilfe! Kannst du was sagen, dass ich mache? Shit, I'm sweating. Und ich bin tot. Boah, jetzt macht er ihn hier wieder. Weil der... Alter! Vielleicht ist er stuck. Ich glaube, der ist stuck, oder? Ich glaube, er ist stuck, Leute. Ich glaube, er ist stuck. Oh, nee. Ich bin tot. Ich brauche nochmal Heilung. Oh nee, jetzt macht er hier wieder den aggressiven. Nee. Ah, jetzt ist sein Arm wieder weg. Geil. Heilung bitte. Oh, Junge, mach doch nicht den. Wie viele Attacken hat der Junge denn? Da kommt ja gefühlt immer noch was Neues hinzu. Oh. Die Vera und Bossfights, das brauchen wir so ein bisschen. Ist egal, ob ein Bossfight 2, 3, 4, 5, 6 oder 10 Stunden dauert. Manchmal lernt man es auch einfach nicht anders. Und wenn ich mich an meine ersten Runden Dark Souls erinnere, oh Gott. Das war einfach nur Pain. Ja, ich hab ihn. Ich hab ihn endlich gekriegt. Und das war's. Schade. Aber ich habe ihn endlich einmal getroffen. Endlich habe ich ihn einmal getroffen. Ich habe es endlich geschafft, ihm einmal dieser Scheißattacke auszuweichen. Progress. Wir machen Progress, Leute. Wir machen Progress. Ja, das war's. Mich rennen und mich heilen. Vorausgesetzt ich... Oh, ich bin... Okay, das war's. Ah, fuck! Oh! Wir sind so kurz vorm Ziel. So kurz vorm Ziel. Inhale. Und exhale.
Dankeschön für dein Follow. Ich hab's endlich. Boah, Leute. Keine Ahnung, weil ich das jetzt immer so krass gezittert habe. Wir machen einmal kurz diese Mission zu Ende. Das ist ja nicht mehr viel. Sickness that took our parents was spreading through the village. Spirits of the forest, walk with our people. Guide them on their journey to the mountain shrine. Kannst du stolz auf dich sein? Dankeschön. Food was running low. Everyone was scared. I never felt so helpless. Aww. Saya wanted to stay, but I thought we could go to Rusu for help. I was sure he would know what to do. But something was not right in the woods. Aber wie ist er denn zum Dämon geworden? Die armen Kleinen haben, glaube ich, jetzt erst verstanden, dass ihr Bruder gestorben ist. Endlich geschafft. Ja, ich krieg sie endlich. Oh, ihr süßen Babys. Guck mal, wie cute die sind. Oh, und er hat nichts gegessen, weil sie nicht mehr viel Essen hatten. Ach, mein Herz. Happened the next morning. Oh no. No. Oh gosh. Oh. It lasted for days. I searched everywhere for them. I was their older brother. I was supposed to protect them. Even now, it's hard to forgive myself. Aber sie leben doch. The children know how much you care for them. What happened in the village wasn't your fault. You will always be their older brother, and they still need you. Aber
I'm sorry, Kina. I can't take you to the mountain shrine. Oh, it's okay. You have to go now. Ob ich das jetzt richtig verstanden, dass die kleinen Knirpse, die haben auch, das waren auch schon Geister, ne? Die Kleine meinte ja auch zu ihr jetzt noch, wir können dich leider nicht zum Bergschrein bringen, weil sie jetzt gar nicht mehr da sind. Na, und der Bruder, was mich halt interessiert hat, warum der Bruder zu diesem Monster, zu diesem Dämon geworden ist. Aber wahrscheinlich war das einfach der Fluch, der vor ihm gelastet hat, weil er sich selbst nie vergeben konnte, dafür, dass es die Kleinen... Oh, wie schrecklich. Ja, ich habe gerade realisiert, dass die Kleinen ja gestorben sind. Hilfe, sorry, dass ich so rumheule gerade. Das war zu emotional. Ich danke euch für heute. Das war ein emotionaler und sehr anstrengender Stream. Wir sehen uns am Wochenende, Samstag oder Sonntag, vielleicht auch beide Tage. Aber ja, ich danke euch fürs Lurken, fürs Anfeuern, fürs Trösten, fürs Helfen, meine Mods für euren Job. Vielen, vielen Dank und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!